ist ohne Frage einer der bekanntesten und kreativsten Bühnenbildner Ostdeutschlands. Im Dezember wurde Falk von Wangelin 80 Jahre jung. Das Volkstheater Rostock ehrt ihn dieser Tage mit einer Ausstellung. Hier hatte Wangelin 1964 nach seinem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden seine erste Anstellung. Rostock und im Norden blieb er immer verbunden. Am Theater der Hansestadt hat Wangelin allein mehr als 150 Inszenierungen ausgestattet. Er hat eine eigene Bildersprache entwickelt. Er hat in dieser Perten-Ära und darüber hinaus Sachen entwickelt, wo man sagen konnte, es gab hier eine spezielle künstlerische Bildsprache, die herausragend war, die man bis heute verfolgen kann und wo man sagen kann, es gibt Traditionen, an denen wir uns gerne orientieren wollen, Ansprüche, an denen wir uns gerne orientieren wollen, die einfach, ich sag mal, Bundesliga sind. 1965 erlangte der gerade 26-Jährige mit dem Bühnenbild zu Peter Weiß die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats internationale Anerkennung. Das Volkstheater Rostock inszenierte in den 1960ern bis in die 80er Jahre unter dem legendären Intendanten Hans Anselm Perten linke, kritische, westdeutsche und internationale Autoren. Da ist er. Nein, ist das möglich? Komm her, alter Sack, komm rein. Szenenwechsel. Falk von Wangelin lebt dörflich in der Nähe von Rostock. Zusammen mit seinem Freund, dem Fotografen und Geschichtsbewahrer Gerhard Weber, besuchen wir den Bühnenbildner. Und sofort verlieren sich die Rostocker Urgesteine in gelebter Vergangenheit. Damals war die wirtschaftliche Situation schwierig, weil es gab eigentlich nichts. Es gab kein Holz, es gab kein Eisen und es gab keinen Stoff. Und es ging darum, wie man die Kulissen trotzdem fertig kriegt. Und ich erinnere, wir hatten damals die Werkstätten im Patriotischen Weg, dem Theater gegenüber, und dann kam irgendwann mal ein Pferdewagen mit nassen, vereisten Holzstämmen, und die wurden dann an der Kreissäge zugerichtet und dann wurden Kulissen gebaut, und nachdem sie auf der Bühne waren, konnte passieren, dass sie nach 3 Tagen sehr krumm waren. Wangelin sieht die DDR durch die Brille des erfolgreichen Künstlers. Eine Anstellung am Theater war für ihn wie ein Fünfer im Lotto. Hier gab es Freiheiten, die es woanders nicht gab. Heute in der Marktwirtschaft bestimmen Angebot und Nachfrage auch die Arbeit der Theater. Wangelin sieht das kritisch. Das Theater war noch zu DDR-Zeiten, am Ende schon nicht mehr ganz so, Bildungsträger. Dort wurde Literatur vermittelt. Man ging dorthin, um auch Oper zu haben, um Konzerterlebnisse zu haben. Heutzutage sind es ja die Medien, die die Bildung übernehmen, wenn sie überhaupt bilden. Ja. Und der Einfluss der Medien wirkt inzwischen aufs Theater, sodass Theater manchmal versucht, dem nachzuäffen. Gerade hat Falk von Wangelin ein Modell eines Bühnenbildes für eine Hamlet-Inszenierung in der Wismarer St. Georgenkirche entworfen. Ob es dort im Sommer umgesetzt werden kann, darüber entscheidet der Geldbeutel der Sponsoren. Im Rostocker Volkstheater freut man sich über das Interesse an Falk von Wangelin. Viele Weggefährten waren zur Ausstellungseröffnung gekommen. Der Chilene Alejandro Quintana emigrierte nach dem Putsch 1973 in die DDR. Mit Wangelin verbindet den Regisseur eine innige künstlerische Freundschaft. Nicht die Spielkultur, die war gut. Als wir mit Falk gesprochen haben über eine Inszenierung, dann kam ein zweites Treffen, und in diesem Treffen hatte er schon mindestens, wenn es schlecht war, 3 Varianten, komplett ausgearbeitete Varianten. Und nach diesem Gespräch entstand immer noch 3. Das heißt, ein Mensch, der kann nicht anders als kreativ sein.
Wer die Bühnenbilder erleben möchte, sollte bis zum 12. Februar die Ausstellung im Volkstheater Rostock besuchen. Sie können aber auch in der nächsten Saison die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek erleben. Seit 1997 entwirft Falk von Bangelin das Bühnenbild für das Seeräuberspektakel. Oder Sie kommen im Sommer nach Wismar zu Hamlet in St. Georgen.